السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، درسنا باللغتين العربية والألمانية بارك الله فيكم، ونتابع في كتاب تفسير القرآن طبعا من جامع الترمذي بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit Erklärung oder mit einer zusammenfassenden Erklärung von Sunan al-Tirmidhi oder Jami' al-Tirmidhi. Und wir haben das letzte Mal bei Hadith 3093 gestoppt. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khair. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد أو يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. بارك الله فيكم. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولكن معناه صحيح بضوابط. طبعا هذه الآية بارك الله فيكم من سورة التوبة كانت بعد آية ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ فإذا بارك الله فيكم، الذي يذهب ويعتاد المسجد إيمانا بإقامة الصلاة، بإقامة الصلاة في المسجد وإيمانا بالله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذه علامة إيمان، علامة الإيمان. ولكن لا يعني، لا يلزم أنه كل من ذهب إلى المسجد أو أتى إلى المسجد أنه مؤمن، لأنه قد يكون منافق، قد يكون مرائي، قد يكون يأتي إلى لمصلحة معينة. فلذلك بارك الله فيكم الحديث كحديث ضعيف والله تعالى أعلم وأعلم. ولكن كمعنى بضوابط معينة لا بأس به. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. Wir sind bei Jami' al-Tirmidhi oder Sunan. Sunan al-Tirmidhi. Buch von Tafsir, von Erklärung vom Koran. Und wir sind bei Hadith 3093. Und so, Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu erzählte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, wenn ihr einen Mann seht, dass er in die Moschee kommt und pflegt, die Moschee zu besuchen, um zu gebeten, dann bezeugt für diese Person, dass diese Person Iman hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innama ya'mru masajid Allah min amana billah wal yawmil akhir. Das wird diejenigen, die Niederwerfungsstätten oder Orte, das wird Masajid, Moschee, die das besuchen barakallahu fikum, nicht nur bauen, sondern mit Wissen und mit Dhikr beleben. Wenn ihr jemanden davon seht, dann bezeugt für diese Person, dass er den Iman hat.
Und diejenigen, die die Moscheen Allah subhanahu wa ta'ala bebauen, die sind diejenigen, die an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, an den letzten Tag das Gebet verrichten und das Zakat entrichten, und sie fürchten nur Allah subhanahu wa ta'ala, und diese sind die Rechtgeleiteten. Barakallahu fikum, diese Ayah von Surat At-Tawba, diese Ayah von Surat At-Tawba, das ist die Ayah 18, der 18 von Surat At-Tawba, barakallahu fikum. Aber die Überlieferung, die hier erwähnt wurde, dass der Prophet sallam sagte, wenn jemand in die Moschee kommt und pflegt, die Moschee zu besuchen, dann bezeugt für diese Person das, den Iman, dies ist schwach. Die Überlieferung an sich selbst ist schwach. Aber die Bedeutung ist in Ordnung allgemein. Weil derjenige, der in die Moschee kommt, um zu beten mit der richtigen Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala, das ist ein Zeichen, dass diese Person wirklich den Iman haben will und den Iman lernen will. Aber es kann sein, dass eine Person kommt auch in die Moschee und da will nicht beten. Zum Beispiel Heuchler. Die haben nur gezeigt. Oder Angeber. Der will nur angeben. In unserer Zeit, es gibt einige Leute, die kommen in die Moschee, nicht weil sie beten wollen, sondern vielleicht, weil sie spionieren. Oder andere, weil sie, sage ich jetzt, Zeit nur verbringen wollen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und diese Ayah, barakallahu fikum, kommt zwischen zwei Ayat. Die Ayah, die davor ist, die Mushrikin, die Götzendiener, werden niemals die Moscheen Allah subhanahu wa ta'ala bebauen und mit Dhikr, sage ich jetzt, beleben. Und die nächste Ayah, denkt ihr, dass wenn man den Pilgern zum Trinken gibt und dass man die Moschee baut, ist wie derjenige, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt und an den letzten Tag? Natürlich, die sind nicht, barakallahu fikum, gleich. Auf jeden Fall, weil die Überlieferung schwach ist, da kann man das auch nicht als Beweis nehmen. Allah ta'ala ala wa alam. Al-Rabi' wa tis'in ba'da al-thalath alaf an Thauban qala lemma nazalat wal-lazina yaknizun al-dhahaba wal-fidda qala kunna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'di asfarihi kunna ma'an nabi في بعض أسفاره صلوات ربي وسلامه عليه فقال بعض أصحابه أنزل في الذهب والفضة ما أنزل لو علمنا أي المال خير فنتخذه فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. إذن بارك الله فيكم الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فلما نزلت هذه الآية قال بعض الصحابة أنه هذا أنزل في الذهب والفضة الذي يكنزها، فهل في مال غير هذا المال أفضل أننا يعني ندخره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسان ذاكر، لسان ذاكر، قلب شاكر، وزوجة صالحة تعينه على أمر آخرته، يعني على إيمانه. فهذا هو الكنز في الدنيا، أن تذكر الله وأن يخشى قلبك الله وأن تجد زوجة صالحة تعينك في طاعة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. طبعا أما عن كنز الذهب والفضة، انتبهوا، ليس المقصود بكنز الذهب والفضة أنه الإنسان يا أخو بارك الله فيكم يدخر مالا. تستطيع تدخر وتستطيع تضع على جنب، ما عندك مشكلة، ولكن بشرط أن تعطي، أن تخرج الزكاة وأن تخرج حق الله سبحانه وتعالى في المال. فإذا أخرجت حق الله سبحانه وتعالى في الذهب والفضة، في الذهب والفضة، فما عليك شيء، ما عليك شيء. إنما ذلك الذي يكنزها ولا يعطي حقها
ويعمل من أجلها، فهذا هو الذي توعده، الذي توعده الله سبحانه وتعالى. وجاء بارك الله فيكم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الذهب والفضة تصبح تحمى يوم القيامة وتجعل كصفائح، نسأل الله العافية والسلامة، ويعذب بها صاحبها الذي كان يكنزها في الدنيا. وإذا كان له مثلا غنم ما كان يعطي الزكاة، فيوضع في وادي وتأتي هذه الغنم وتدهسه بارك الله فيكم بأرجلها. كذلك إذا كان عنده من النوق أو من البعير أو إذا كان عنده من البقر نفس الشيء، فنسأل الله العافية والسلامة. أما بالنسبة للذهب والفضة فتجعل الصفائح وتحمى وتوضع عليه فيشوى بها، نسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ثوبان اتسيلتي ألس الله سبحانه وتعالى دي آية، والذين يكنزون الذهب والفضة ربك زنتهب تسبيل ديينيجن دي جولد ونزلبا beiseite legen und nicht das Recht Allah subhanahu wa ta'ala dabei geben. Dann sagte Thauban, wir waren mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf der Reise. Dann haben einige von seinen Gefährten gesagt, es wurde bezüglich Gold und Silber herabgesandt, was ihr kennt, was herabgesandt wurde. Es ist schön oder es wäre gut, wenn wir wissen, mit welchem Vermögen wir sozusagen sparen können oder welches Vermögen wir sparen können. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Beste ist, eine Zunge, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, ein Herz, der dankbar ist, und eine gute Ehefrau, die die Person in Iman unterstützt. Wallahu ta'ala ala. Hier barakallahu fikum, sagt Allah, hat der Prophet sallam wirklich erklärt, was in Dunya, was in diesem diesseitigen Leben Schatz ist und was teuer ist und was am besten ist. Wenn du Allah erwähnst und dein Herz ist ruhig und denkt an Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn du eine gute Frau hast, die dir hilft, indem du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, dann hast du alles in dieser Dunya. Und natürlich, barakallahu fikum, diejenigen, die Gold und Silber beiseite legen, das heißt, diese Leute, die tun das Gold und Silber beiseite und die sparen das angeblich und die geben nicht das Recht Allah subhanahu wa ta'ala aus. Das bedeutet, sie verrichten kein Zakat. Und deshalb werden sie am letzten Tag bestraft, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und die Strafe wird so sein, dass das Gold und Silber, das wird in Platten gemacht. Und die werden dadurch bestraft, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das heißt auch nicht, dass man nicht sparen darf. Du darfst sparen, aber du musst das Recht Allah subhanahu wa ta'ala geben. Du hast gespart 5.000, 6.000 Euro, dann gibt es Zakat. Du musst das ausgeben. Und wenn du das machst, das heißt, wenn du die Rechte von den anderen gibst und du nimmst keine Rechte von den anderen weg und du hältst dich an die Regeln der Religion, dann wirst du, inshallah, gewinnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Gewinnern machen. وعن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. إذن عدي بن حاتم الطائي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام وفي عنقه صليب من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اطرح عنك هذا الوثن. الوثن والصنم يعبدان، ولكن الصنم يكون على شكل،
على شكل إما إنسان أو حيوان أو غير ذلك. والوثن ما يكون مثل الشجرة حجرة. فهذا الفرق بين الوثن والصنم. وأما في قوله اطرح عنك هذا الوثن أو شعار الكفر في رواية أخرى فهو الذهب اللي يلبسه، لأن الرجل ما يلبس ذهب. وأما بارك الله فيكم في قوله اتخذوا أحبارهم وأربابا من دون الله، فالأحبار والرهبان كانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال، وهم يعلمون، أهل الكتاب كانوا يعلمون أن هذا حلال وهذا حرام، ولكن يتبعوا أحبارهم ورهبانهم كأنهم يعبدوهم، لأنه بيحلل ويحرم والناس تعلم. يعني مثلا مسألة حلال والناس تعلم أنها حلال فيحرمها فيتبعه الناس فيها، فكأنهم عبدوه، كأنهم جعلوه مشرعا، والعكس. فنسأل الله العافية والسلام. فذا قال تلك عبادتكم إياه. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. عدي بن حاتم ذات سيلته إش كام تم خفيت صلى الله عليه وسلم und ich trug ein Kette mit einem Kreuz aus Gold. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte: Nimm diese Götze, nimm das weg von dir. Und بارك الله فيكم، عدي erzählte: Ich hörte den Propheten صلى الله عليه وسلم lesen in Surah Al-Baraa: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Sie haben ihre Rabbiner und ihre Mönche als Götter neben Allah subhanahu wa ta'ala oder außer Allah genommen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Sie haben für sie das, sie haben sie nicht sozusagen angebetet, vor ihnen sich niedergeworfen und so weiter, sondern als sie etwas für halal erklärt haben, obwohl die Leute wissen, dass haram ist, dann haben sie ihnen gefolgt. Und als sie etwas für haram erklärt haben und man weiß, dass es halal ist, da hat man ihnen gefolgt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Hier, barakallahu fikum, erstmal bezüglich As-Salib, bezüglich Kreuz. Man darf keine goldene Ketten tragen und das ist der Beweis hier. Und zweitens, als Kreuz sowieso darf der Muslim das nicht, weil wir, barakallahu fikum, davon überzeugt sind, dass Isa a.s. nicht gekreuzt wurde. Deshalb diese Kreuzigung erkennen wir nicht an. Und weil er ein Kreuz getragen hat, dann sagte der Prophet, nimm diese Götze weg von dir. Und wir haben natürlich, barakallahu fikum, auch gelernt, dass wir Muslime zum Beispiel wissen, etwas ist halal, etwas ist haram. Aber bei bestimmten Themen wissen wir ja nicht, deshalb fragen wir die Gelehrten. Aber wenn wir genau wissen, dass etwas halal ist, und dann kommt jemand und sagt, nein, haram, oder umgekehrt, etwas ist haram und jemand kommt und sagt, das ist halal, dann könnte diese Person vom Islam ausgeschlossen werden, weil diese Person die Stellung Allah annimmt in diesem Zusammenhang, indem er halal und haram erklärt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befragen. In einer anderen Version, der Prophet sallam sagte ihm, haben sie nicht das Erlaubte für euch verboten und das Verbotene für euch erlaubt? So habt ihr sie angebetet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen. Die 95. سنقف هنا بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. Wir werden hier stoppen.
Wir werden inshallah hier stoppen, zanakifuna. Asallah yataqabbal minna wa minkum. الدرس انتهى الذي يريد يبقى يبخل يريد يذهب يذهب بارك الله فيكم في فخاغن هات دم بتشن und wir nehmen nur 10 Minuten maximal fragen dann kommen wir zu Ende بارك الله فيكم وزاكم الله خير نعم تفضل الوثن والصنم اثنينهم يعبدوا من دون الله سبحانه بس غالبا الوثن بيكون شجرة حجرة يعني ما يكون عنده شكل مثل الإنسان أو مثل الحيوان أيوة ملامح تعرف لوين واحد جاي لك مع الكمبيوتر خليه هناك المهم هذا تعرف لوين والثاني بدي نشوف Ist es richtig, nach einem Hadith zu sagen, auch kama qal bedeutet, oder wie er das gesagt hat. Damit man auf der sicheren Seite bleibt, nicht, dass man lügt über den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wenn man etwas sagt, barakallahu fikum, sagt nach ihm. وين بعت لي على الواتساب شو لا وين اه هنا Stimmt es, dass ein Mann Kleidung tragen darf, wo Seidenstoff untergemischt ist? Und heißt es, dass es ein Mann auch eine Uhr tragen dürfte, wo Silber und ein bisschen Gold ist? Barakallahu fikum, wenn Seide in einem Kleid oder sage ich jetzt in einem Gewand von einem Mann circa vier Finger zusammen, diese Menge ist, dann kein Problem, weil der Prophet das erlaubt hat. Bezüglich Silber und Gold, Barakallahu fikum, wenn das versilbert ist oder vergoldet ist, man könnte, aber lieber nicht. Aber man kann nicht sagen, dass es haram, Allah ta'ala, weil das nicht Silber ist und nicht Gold ist, Allah ta'ala, yani al-matli. المطلي يعني الذهب المطلي أو الفضة المطلية يجوز للإنسان أنه يستخدمها الرجل نعم يجوز ولكن ما تكون نسبة الذهب ونسبة الفضة أكثر من نسبة المواد الداخلة في الصنع والله تعالى للرجال والله تعالى أعلى وأعلم وليأكلها نعم وليأكلها ولي الله أعلم طب يعني في أكلات معينة بيحطوا لها شو اسمه الذهب بيعملوه مثل النشارة أو بيحطوه على الأكل يعني اللحمة وكذا وهذا مثل الملح الله المستعان Ein Politiker in meiner Heimat, Zeugen Jehova,
fängt bei Wahlzeit an, Salam zu sagen. Fängt bei Wahlzeit an, Salam zu sagen und kommt dreimal zur Jumu'ah, betet einmal mit. Der Imam der Moschee sagt, er ist Muslim. Aber der Imam, wie ist der Imam, der Imam? Imam wie weiß nicht, ob es der richtige. Ja? Lato. Schuhe? Ob er Schahada ausgesprochen hat, jedoch akzeptiert die Moschee, dass es هيك بعدها هيك ما اللي هون تشوفون تاهي تاهي ها ان سلام تو ساغن كومت دراي مال سو جمعه بيتت اين مال ميت دي امام دو موشي زاغت ايرس مسلم aber der imam weiß nicht ob ist das richtig ja amu هو ob er Schahada ausgesprochen hat. Jedoch akzeptieren die Menschen, das ist sowas richtig. Ja, wenn er Schahada ausgesprochen hat und er sagt, ich bin Muslim, da können wir nicht sagen, dass er kein Muslim ist. Ich meine, jetzt wir sagen jemanden, wir sagen ihm, bezeugst du, dass Allah dein Herr ist und dein Schöpfer und du wirst Allah anbeten, der sagt ja. Bezeugst du, dass Islam deine Religion ist, der sagt ja. Bezeugst du, dass der Prophet Muhammad sallam dein Prophet ist und dass der letzte Prophet Gottes, der sagt ja. Und er kommt auch in die Moschee. Ich kann nicht sagen, dass er kein Muslim ist. Obwohl man vielleicht denken würde, okay, er macht das nur wegen Wahlen und damit die Muslime ihn wählen. Aber Allahu alam, vielleicht auch nicht. Vielleicht wirklich diese Person hat den Islam angenommen. Allahu alam. Ist es richtig, dass vom Propheten die Aussage stammt, dass Krankheit von Mensch zu Mensch nicht übertragbar ist? La adwa la tayra, natürlich das vom Propheten sallam, und das ist Barakallahu fikum Sahih Bukhari. La adwa wa la tayra, es gibt keine Ansteckungsgefahr oder keine Ansteckung und man darf nicht sozusagen pessimistisch sein, indem man immer schlecht vermutet. Ja, das stimmt. Das ist vom Propheten so. Aber was bedeutet La Adwa La Tayra? Das bedeutet, es gibt keine Ansteckung an sich selbst oder von sich selbst, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala das erlaubt. Und deshalb kam eine Person zum Propheten und er sagte ihm, o Gesandter Allahs, bei uns die Kamele sind gesund, dann kommt ein Kamel, was krank ist, und dann werden die Kamele krank. Dann sagte der Prophet, und wer hat den Ersten gekränkt? Wer hat den ersten Kamel krank gemacht? Und das ist die Sache. Wir wissen genau, dass Krankheit von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Aber das heißt nicht aber, dass wir uns begeben in bestimmten Krankheiten mit der Behauptung, okay, Allah hat alles entschieden. Das geht nicht. Da muss man die Vorkehrungen nehmen und da sollte man sich schützen. Wallahu ta'ala ala wa أعلم. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خير مجد الله سبحانه وتعالى فرمين فرمين يعني من سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته